Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen super cremig, fresh, geilen Tag. Hoffe, dass ihr auch genau diesen hattet. Und heute gibt es mal wieder Champions-Raten. Da fahrt ihr mal komplett drauf ab. Und zwar mit den Top 6 Worst Champions in League of Legends. Das heißt, Worst, wir werden hier nur auf die Winrate achten. Und da werdet ihr auch feststellen, da sind einige Champions bei, wo ihr denkt, uff. Der ist doch nicht schlecht. Aber ja, wie funktioniert das Ganze mit den Champions-Raten? Das ist ganz einfach. Ich werde euch pro Champion 4 Tipps geben. Solltet ihr beim ersten Tipp schon den Champion erraten, bekommt ihr 4 Punkte. Beim zweiten Tipp dann 3 Punkte und so weiter. Das heißt, beim letzten Tipp bekommt ihr nur noch einen Punkt. Wichtig ist, solltet ihr, da müsst ihr ehrlich zueinander sein, zu euch selbst sein, direkt beim ersten Tipp sagen, okay, das ist Blitzcrank und ist eben nicht dieser Champion, dann dürft ihr natürlich auch nicht weiterraten. Wir fangen direkt an mit dem ersten Champion. Und zwar, ja, es wird direkt ein bisschen weird. Immer, in Klammern fast immer, wenn ein Gegner durch meinen Zauber stirbt, werde ich stärker. Ja, das ist schon, das könnten sehr, sehr viele sein. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt weiter. Immer, in Klammern fast immer, wenn ein Gegner stirbt, kann ich einen Zauber erneut wirken. Tipp Nummer 3, oft wenn ich einen Gegner ulte, kann er nicht zurück angreifen, obwohl er nicht gestunt ist. Also hier könnte man wirklich jetzt schon drauf kommen, also safe drauf kommen, auch vorher schon, aber ja, jetzt wird es langsam, werden es wenigere Champions. Und der Tipp Nummer 4, meistens werde ich genervt, bin aber trotzdem OP und why the fucking hell bin ich eigentlich in diesem Video? Welcher Champion wurde die letzten 20 Patches genervt? Das heißt, wir haben hier auf Platz Nummer 6, ja tatsächlich, es ist Irelia. Und ja, sie ist mit Sicherheit nicht einer der Worst Champions. Aber sie hat in der Mitte eine Winrate von 45,95%, was eine Katastrophe ist. Kann man sich natürlich zusammenreimen, dass sie halt viel genervt wurde und dass sie vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber so schwer ist sie eigentlich auch gar nicht. Also Leute, mal ganz ehrlich, ich rufe jetzt hier auf. Warum hat Irelia so eine schlechte Winrate? Bitte sagt es mir. Ich habe das Gefühl, sie ist immer noch eine 1v9-Champ. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich kurz gucken. Na, immer wenn ein Gegner stirbt, durch einen Zauber wird sie stärker. Das ist ihre Passive natürlich. Und es steht deswegen fast immer, weil wenn es natürlich schon ausgelöst ist, wird sie nicht weiter stärker. Naja, und genauso ist es auch mit dem Q. Ja, immer wenn ein Gegner stirbt, kann sie weiterspringen. Ist natürlich nicht ganz richtig, weil sie kann auch springen, wenn das gegnerische Ziel markiert wurde. Aber lassen wir das. Weiter zum nächsten Champion. Und Tipp Nummer 1 ist ein Kopf aus Stahl. Ich glaube, das ist super einfach. Ich meine, ich sage immer, dass es super einfach ist. Und dann schreibt ihr, Tobi, du sagst immer, dass es super einfach ist, aber es ist super schwer. Aber ich glaube, es ist super einfach. Meine W ist so wie Tobi nach einem Pepperoni-Opening. Ja, moin. Man kennt's. Ich meine, es muss ja auch mal ein einfacher Champion dabei sein, ne? Tipp Nummer 3, mit dem Kopf durch die Wand. So einfach. Oh mein Gott, ist das einfach. Und jetzt sind wahrscheinlich einige von euch dabei, Tobi, ich weiß es nicht und du sagst die ganze Zeit, es ist einfach, aber es ist einfach. Tipp Nummer 4, ein Vogel, ein Flugzeug, nein, ein Widder. Okay, also das war jetzt wirklich einfach. Na, ich glaube, da brauche ich auch nie wirklich viel erklären. Es ist Ornn. Mit einer Winrate von 45,03% ist auf jeden Fall nicht ganz so sahnig, ja, mit seiner W spuckt er Feuer, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, und mit seinem Kopf schlägt er natürlich auch immer den Widder weg, ne? Und das klonkt dann ja auch immer. Deswegen muss da Stahl drin sein, ne? Nächster Champion, nächstes Glück. Basic Attacks verursachen Bonus Magic Damage. Wer könnte das sein? Das könnten grundsätzlich jetzt erstmal sehr, sehr viele sein. Wer könnte euch durch den Champion, durch den Kopf gehen? Ja, durch den Champion gehen, man kennt's. Ich spiele ein einzigartiges Instrument. Und hier möchte ich jetzt aufrufen, es ist ein Emote von diesem Champion. Das heißt, er spielt ein Instrument, was wirklich einzigartig ist. Ja, ich rede jetzt nicht irgendwie von so einer Klarinette oder irgendwie sowas, ne? Es ist wirklich, also man kann darauf kommen bei diesem Tipp hier. Na, beim ersten Tipp bin ich fair eigentlich schwierig, sehr schwierig. Aber hier, ne? Ein Freund von mir hat immer Klarinette gespielt. Ich muss sagen, das Ding hat sich echt scheiße angehört. Aber no hate, ne? No hate. Tipp Nummer 3. Also richtig scheiße so. Tipp Nummer 3. Könnte ich bitte Ihren Hut haben, Sir?
Heißt das etwa, dieser Champion hat einen Hut, Tobi? Und vielleicht auch einen Sir-Hut? Das könnte tatsächlich genau das bedeuten. Aber ich will hier auch nicht zu viel spoilern. Tipp Nummer 4. Ich habe einen großen Magen. Uff. Ja, es handelt sich hierbei um freaking Tahm Kench. Support Tahm Kench. 43,82% Winrate. Wurde ja auch mal ein bisschen genervt seitdem. Ich meine, man hat ihn ja immer mal wieder im Competitive Play gesehen. Das heißt so LCS und so Geschichten. Aber sonst im Solo-Queue eigentlich gar nicht mehr so richtig. Wobei ich mal letztens einen gesehen habe vor Top-Lane. Der war 8-2 unkillbar und hat alles gekillt. War nicht so geil. Ja, Basic Attacks machen Bonus Magic Damage. Das ist, glaube ich, auf seiner Ulti oder Passive. Das wird immer mal hin und her gemacht. Ja, sein einzigartiges Instrument ist seine Zunge. Ja, die kann er bei seinem Emote rausnehmen und drauf spielen. Könnte ich bitte ihren Hut haben? Er hat tatsächlich einen Zylinder und großer Magen ist wahrscheinlich absolut klar. Ne? Er frisst Leute, er ultet Leute und er frisst Leute. Gehen wir weiter und zwar zum nächsten Champion. Champion Nummer 3. Tipp Nummer 1. Durch meine Passive bin ich extrem tanky. Und mit extrem meine ich wirklich extrem tanky. Kleiner Tipp. Niemand weiß wie lange. Also ich schon, aber ihr halt nicht. Tipp Nummer 2. Erst von links nach rechts und dann von oben nach unten. Uff. Tipp Nummer 3. Nicht ein Stack oder zwei Stacks. Oder vielleicht auch drei Stacks. Nein, nein, nein. Aber auch nicht fünf Stacks. Genau 4 Stacks sind nämlich vonnöten. Die Frage ist, für was? Ich meine, so viele Champions haben gar nicht, ne? Es ist ja immer so 3 Stacks. Ich meine, ich kann das auch übel verstehen, ne? Weil ein Stack ist halt, ja, ne, viel zu wenig. 2 Stacks ist halt auch zu wenig, da fehlt die Spannung. Und beim dritten, ne, so ist ja auch immer im Fernsehen, ne? 4 ist halt meistens auch einfach zu viel, ne? Aber gut. Und der letzte Tipp ist eigentlich, ja, also es geht schon in die Richtung, ist kein direkter Tipp, aber eigentlich schon, Winter is coming. Ja, könnte vielleicht was mit Eis zu tun haben. Und zwar haben wir hier nämlich den Schweinebesteiger, Sejuani, Kurani, wie auch immer. Ja, die Passive macht sie super tanky, mit der Bola schlägt sie ja so von links nach rechts, von oben nach unten. Und sie braucht quasi 4 Stacks und natürlich klar, überall Frost, überall Eis, Winter's coming und so weiter und so fort. Ich wollte erst so einen Tipp machen von wegen, dieser Champion oder Charakter hat insgesamt 6 Beine. Wäre das zu einfach gewesen? Wärt ihr da vielleicht auf Skarner oder sowas gekommen? Hat Skarner 6 Beine? Skarner hat 4, oder? Ich weiß es nicht. I don't know. Sejuani hat übrigens eine Winrate von 43,76%. Ist also, ja, ziemlich scheiße, ne? Muss man einfach mal so sagen. Champion Nummer 2. Ich habe Tattoos. Oder zumindest sowas ähnliches auf meinem Körper. Also ich weiß nicht, ob es Tattoos sind, aber... Sagt ihr eigentlich Tattoo oder Tattoo? Na, einige sagen auch mal Tattoo. So. Tattoo. Ich habe einen langen Bart. Bart. Arr. Ich bin ein Pirat. Nee, das nicht. Also er ist kein Pirat. Obwohl... Ja, scheiße, jetzt habe ich... Ja, es ist ein Bonustipp, Leute. Also, ab und zu ist er auch mal Pirat. Arr, okay. Ich muss zum Sport, Leute. I'm sorry. Ich gehe direkt hier nach. Meine Augen leuchten blau. Also, normalerweise. Wenn er Pirat ist, dann vielleicht nicht. Vielleicht aber auch wohl. Ach, uff. Okay, und Tipp Nummer 4. Ohne diesen Gegenstand auf meinem Rücken, oh Gott, das ist einfach, wäre ich vermutlich ein Niemand. Naja, um ehrlich zu sein, bin ich hier, also bin ich so oder so ein Niemand. Ich meine, ja, also nein, also, ja. Es handelt sich hierbei nämlich um Ryze. Ja, Ryze 42,69% Winrate, eine absolute Katastrophe. Aber auch hier muss man sagen, ja, in den richtigen Händen, genauso wie Rehle, eigentlich ein nicht so schlechter Champion. Eigentlich sogar manchmal broken, aber ja, das Rework klopft, meine Freunde. Es klopft an der Tür. Und damit sind wir bei Platz Nummer freaking 1 angekommen. Und dieser, ja, hier werden wieder ganz verrückte Tipps gedroppt. Aber wir lassen uns nicht lumpen und geben direkt Gas. Und zwar,
Ja, der erste Tipp ist so, uff. Niemand wird von euch. Nein, stopp. Niemand von euch wird denken, dass ich die tiefste Winrate habe. So, das ist jetzt schon mal. Um euch vorzubereiten, dass es zum Beispiel nicht Asi sein kann. Ja. Oder Bart oder sowas. Ich weiß gar nicht, Bart ist, glaube ich, ganz okay im Moment, oder? Ich war vor kurzem in Tobis Subsound. Ja, das ist einfach mal ein kleiner Bonus hier. Ja, wer, ne, vielleicht hilft es ja. Ein kleiner Boni. Ich wurde vor kurzem sehr berühmt. Also wirklich sehr berühmt. Also sehr berühmt. Also wirklich sehr berühmt. Und der letzte Tipp, da muss es eigentlich Klonk machen. So wie wenn, ich wollte gerade sagen, Ude, wenn Ohren mit dem Kopf gegen den Widder schlägt. Alle Power-Cosplay-Girls, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Power-Cosplay-Girls, ich weiß nicht, ob sieht sich jemand von euch als Power-Cosplay-Girl, fahren auf mich ab. Also ich glaube, Power bezieht sich eher auf Girls, so Power-Girls-Cosplay. Oder Girls-Power-Cosplay oder irgendwie sowas. Ja, also nicht unbedingt auf. Ja, ich weiß es nicht. Ihr werdet schon wissen. Maybe. Lineade. Es wird Zeit, dass das Video vorbei ist. Champion Nummer 1. Akali, meine Freunde. Ja, es ist Akali. 42,66% Winrate. Die schlechteste Winrate in ganz League of Legends. Sogar unter Ryze. Okay, Ryze hatte 42,69. Also 0,03%. Ja, also niemand wird wahrscheinlich denken, dass sie die tiefste Winrate hatte. Ich hatte den Subsound vom KDA-Song drin. Sie wurde genau durch diesen berühmt. Und ja, also mit Power Girls. Also viele feiern halt schon diese Akali, ne? Und wollen sie alle cosplayen. Aber das sind dann halt nicht die Girls so von wegen, ja, sweet und herz und wuschig und süß. Sondern eher so, babadabam, bam. So, wisst ihr, was ich meine so? So, wo sagen so, ne, genau, die das sagt. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt oben rechts natürlich sagen, wie viele Punkte ihr erraten habt. Da könnt ihr quasi abstimmen. Mir könnt ihr auch sagen, wie ihr die Tipps so fandet. Ihr könnt mir auch gerne sagen, dass ich zu viel Scheiße gelabert habe. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt Brust trainieren. Miau, miau. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag.